wie gesagt, Bowserfeier. Bowserfeier, wirklich. Linke Wand, rechte Wand, hoch rein, zack, bam, hier, zack. Außerdem ist da Bowserfeier. Bowserfeier? Ja, ja, Bowserfeier. Moin Leute, Mahlzeit. Was geht ab? Ich hab gehört, da wurde so eine Bitch mal wieder entführt. Eine Bitch wurde entführt. Können wir da was machen? Können wir da was machen? Wollen wir mal gucken. Weiß nicht, wie sie heißt. Ich glaube, Vanessa. Vanessa wurde entführt. Vanessa heißt sie, glaube ich. Na? Ach nee. Ja, jetzt ist auch egal. Na, hätten wir die Bitch halt. Was denn können? Los geht's. Expert, Leute. Expert. Mal gucken, was wir heute bekommen. Hoffentlich nicht zu viel Garbage. Ja, ja. Irgendwas mit einer 4 drin. Und einem Japanese Dude. Ich glaube, Japanese Dude ist das. So, jetzt muss ich erstmal. Ich muss. Das sieht aus, als wie ein Level, die Bill. Können wir da einfach durch? Sieht nach einem Level aus, dem wir den guten alten Skipperoni geben müssen. Ups. Okay. Oh, ich bin ein Vollidiot. Man könnte auch mal ein bisschen schneller überlegen. Pass auf. Groß werden, dann schnell durch die Tür, dann schnell durch die Song. Okay. Oh, Gott sei Dank habe ich das rechtzeitig. Was zur Hölle? Gott, dieses Level überfordert mich jetzt hier total. Gerade ist aufgestanden. Jetzt muss ich hier schon so eine Sache machen. Das ist ja furchtbar. Durchdashen. Oh, nein. Oh mein Gott. Ich will die Feuerflamme. Da unten ist das Ziel. Hoffentlich. Oh mein Gott, schnell. Wir müssen da irgendwie. Wie machen wir das jetzt ohne? Oh mein Gott, da ist natürlich. Oh, das war's fast. Und wir haben noch Zeit. Oh Gott sei Dank. Oh, was für ein Anfang hier, meine Güte. Heiliger. Oh, ich habe gar keinen Timer gestellt. Ach, irgendwie war es witzig. Stupid, but funny. Was für ein Level. Kein Bowserfeier. Power through von R. Okay. Ich denke, wir sind bereits jetzt schon etwas zu spät. Reichen unsere I-Frames, um da durchzukommen? Ich glaube nicht. Vielleicht doch. Also. Bowserfeier. Wir hätten uns einen Power holen sollen. Okay. Oh Gott, Hammer Bros. Okay. Ich schätze mal, beim ersten Fragezeichenblock ist etwas. Ja, ja, Bowserfeier. Oh, Salat. Oh. Er ground poundet genau in dem Moment.
Oh mein fucking Gott. Wenn er nicht gegroundpoundet hätte. Das kleine böse Genie. Ja, ja. Wir müssen aufpassen, dass er uns nicht wieder... Ja, ja, genau. Groundpound. Und jetzt zügig durch. Eieiei. High Intensity Shit hier. Nice. Nice, nice. Weiß Gott, kein gutes Level, aber wir nehmen ja, was wir kriegen können. Das kostet uns hier schon das ein oder andere Leben, ne? Gusiplant von Christian. Was haben wir? Oh, endlich mal ein bisschen was Ruhigeres hier. Mal ein bisschen was Ruhigeres. Ich will das. Ich will das. Gib mir das. Nein. Du gibst mir jetzt hier... Genau. So. Okay. Wir wo reingehen? Okay. Noch vertraue ich dem Level. We got secrets. Oh, okay. Oh, meine Wiggle Bros. Was macht ihr denn? Oh. Okay, damit hat keiner gerechnet. Und das ist ein roter Cooper, der Trooper, der dürfte nicht runtergehen. Oh, nein! Oh Gott! Ich kann... Wieso kann ich nicht groundpounden? Bin ich dumm? Yoshi! Wir kriegen jetzt Yoshi. Gott, ist hier viel los. Ich will Yoshi. Moment, war hier nicht irgendwo eine Firefly? Schnell! Okay, das war gut, das war schnell. Ich weiß nicht, was mich da erwischt hat. Das hat mich fast gekillt. Gutes Level? Kann ich nicht sagen. Also gut ist jetzt gut ist relativ. Aber wir müssen noch nicht den guten alten Skipperoni rausholen und das heißt doch schon mal irgendwas. Christian, das war ein Level. Das war ein Level. Gut, die wütenden Wiggle hätten nicht unbedingt von oben runter daddeln müssen. Not the easiest von Braiden. Not the easiest wollten wir auch nicht. Okay. Wo bist du denn hier? Was so? Was ist? Oh. Okay, okay. Und wie gerade Bowser Fire. Ich war mir nicht ganz sicher, wie weit er die feuern würde. Weit genug. Meine Güte. Ach ja, da war nichts drin. Doch ein Spring. Die brauchen wir die. Boah. Nein. Heiliger. Nein. Ich dachte, sie würde vielleicht nicht rauskommen. Hat sie dann aber alles gesehen. Ach ja. Nein, das ist echt ein bisschen eklig zu timen. Und jetzt kommt auch das Bowser-Fire. Okay, wir müssen schneller sein. Boah. Diese Beetle-Cannon ist wirklich... Ja, einfach durchpreschen. Okay, komm. Nee, nee, komm, komm. So irgendwie witzig aus, aber.
bisschen sehr viel Unsinn. Okay. Gute alte Glitch. Zu Beginn. Ein Level komplett ohne Gegner. Hat das Level so eine niedrige Clear Rate? Das kann ich vorstellen. Wenn wir eins können, dann Parkour. Oder Parkour. 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 Was haben wir? 70 Sekunden Speedrun. Eigentlich weigere ich mich ja, Speedrun-Level zu machen. Aber, weiß nicht. Wir können ja mal 2-3 Leben verschwenden. Okay, Triple Jump. Ich bin echt nicht gut in sofort Speedrun-Level zu adaptieren. Oh, Leute. Okay, nice. Oh. Okay, wir können den P-Switch... wir können das Power einfach auslösen und dann den P-Switch... Okay. Oh nein. Oh mein Gott. Dann können wir wenigstens mal sehen, was noch kommt. Was? Ich hab nach unten gedrückt, ich schwöre es. Oh, Leute. Linke Wand, rechte Wand, hoch rein, zack, bam, hier, zack. Please don't kill me, please don't kill me, please don't kill me. Bitte, 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 please don't kill me. Nichts tun, einfach nichts tun. In there. Hört ihr das auch? Da bubbert mein Herzchen aber noch ganz schön, meine Güte. Hat mega Spaß gemacht, mega Spaß gemacht. Viel zu viele Leben gekostet. Bin halt wirklich nicht gut in diesen Speedrun-Levels. Aber mal eins musste ja sein, das nächste skippen wir sofort. Short but sweet von Ryan. Oh, ich bin immer noch viel zu aufgeregt. Ich muss, glaube ich, gleich erstmal runterkommen hier. Gib mir irgendwas Nettes. Das sieht doch schon mal nett aus. Das sieht doch alles nett aus. Ja, ja. Erste Reaktion war ein Springjump zu machen. Ich weiß auch nicht warum. Kommt einfach so auf, ja. Boink. Oh Gott, oh Gott. Oh no!
Oh, der fällt runter. Okay. Soll ich dem Level einfach trauen? Uff. Und das ist schon das Ziel. Okay, das kriegen wir hin. Okay, das kriegen wir hin. So, jetzt ein bisschen. Easy every time? Gutes Level, kann ich nichts sagen. Naja, was heißt gut? Oh, wieder ziemlich ugly. Wieso sind die Levels immer so ugly? Könnte ich eure Levels mal ein bisschen schöner machen? Oh, fast anderthalb Sekunden über Weltrekord. Cool, cool. Okay, we're back on track. Müssen wir wenigstens mit 50 Leben die ersten 8 Level besiegen. Irgendwas, wo ich so viel Japanese Schriftzeichen. Okay. Oh, das stinkt so hart nach Troll-Level. Okay. Conveyor? Was ist ein Conveyor unten drunter? Was zur Hölle? Oh, Shellmet. Und noch ein Ersatz Shellmet für später. Okay, ich dachte, ich wäre tot. Ersatz Shellmet legen wir mal hier hin. Da wir das mit den Wall Jumps sowieso nicht bekommen, beim ersten Mal. Ja. Okay. Ah, okay. I see you. Wo ist bleibt Mr. Launch? Mach mal. Boah. Okay. Das will ich nie wieder machen müssen. Es sieht so aus, als würde das Level uns nicht irgendwie unfähig töten wollen. Auch nicht. So. Irgendwann müssen ihm die Transportpipes ausgehen. Was haben wir? Was kommt auf uns zu? Oh, Fisch. Boah, ich... Los, rein da. In der... Mario. Ich glaube nicht, dass das der richtige Weg ist. Boah, noch mehr. Nee, es muss die andere Pipe sein. Es muss... Nee. Wer weiß, wie lange das noch weitergeht. Ist einfach... Kein Bock, mich hier irgendwie eine halbe Stunde lang in einem Level festzuwuscheln. Achso, ich hätte nach oben gehen können, oder? Ja, ja, okay, nächstes New Super Speedrun Level. Japanisch irgendwas? Zack, zack, was auch immer. Wii U? Die Menge von Wii U? Sölle. Wie präzise kann ich eigentlich springen? Ich glaube nicht sehr präzise. Nee. Obwohl das ist... Boah, dieser letzte Jump, seht ihr das? Kriegen wir das hin? Kriegen wir das hin? Kriegen wir das hin? Das ist eine Herausforderung. Kriegen wir das hin? Kriegen wir das hin? Boah, dieser Sprung ist brutal. Nee, komm. Nee, besser nicht. Gucken wir uns das danach nochmal an? Ich weiß nicht genau. Ja, können wir uns dann auch nochmal angucken, ist mir jetzt egal. Aber. Kann sein, dass ich da noch 10 Leben brauche und ich will nicht noch 10 Leben da lassen.
Japan. Japan ist heute mal wieder ein bisschen überrepräsentiert hier. Aber das macht ja erstmal nichts. Das macht ja erstmal nichts. Nee, tut mir leid, das sieht nicht. Nee, das sieht nicht. Wirklich ein bisschen den Hasenfall von YouTube gerade. La Fortaleza Secreta von Lemonade. Viele Mexikaner heute unterwegs. Okay. Okay. Hat einer von euch irgendwie einen Schlüssel oder so? Bowserfeuer, wirklich. Boah, Enemy Spam jetzt hier. Gut, das ist ein bisschen meine Schuld. Sind wir gerade in der Overworld? Wir haben jetzt einen Schlüssel, das ist schon mal schön. Die Frage ist, welche Tür wollen wir? Tür Nummer 2. Bringt uns das zu dem P-Switch, der uns nichts bringt? Und jetzt? P-Switch aktivieren und durchpreschen? Achso, oh cool, alles ist zu. Boah. So, wo muss ich jetzt. Wo will ich jetzt hin? Will ich da. Ich weiß nicht, wo ich hin will. Boah. Boah. Will ich da unten wirklich rein? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich da oben hin will oder unten rein. Okay, wir können da reingehen. Wir können da reingehen. Was jetzt? Hey, weg da! Lass mich! Ich will den Blut! Boah. Ich will den auch. Oh, der Boot war wertvoller. Oh, der war schon wertvoll, aber auch nochmal wieder rausgekommen. Oh, Leute, was ist das? Ich will den. Oh, Leute. Checkpoint, das heißt, es geht noch weiter. Zum Glück habe ich den einen Schlüssel eingesammelt, I guess. Wow. Noch ein Checkpoint. Oh, dieses Level. Oh. Jetzt. Ich meine, ich mag hier Exploration Levels. Ist ja auch ganz, an sich ganz schön, ein bisschen was im Level zu finden, aber es ist. Oh, neuer Rekord. Ha! War wahrscheinlich der erste, der von Anfang bis Ende irgendwie überlebt hat, einmal. Ja, ist an sich ein cooles Level gewesen. Dieser eine Enemy-Spam-Part dazwischen drin war ein bisschen komisch mit den Bomben, mit den Spinies. The Walking Spikes oder wie die auch immer heißen. La Plante Caché Hidden Plant von Mister. Mhm, okay. Oh, no. Okay. Mhm.
Hammer Bros. So, brauche ich die Münze? Ich will die Münze nicht. Jetzt habe ich Zeit, mir die Münze gemütlich zu holen. Oh, Bowserfeuer. Was ist das da? Ah, okay, ich sehe oben was. Ich sehe oben was. Feuer mal. Okay, es hat nicht gereicht. Ich will da oben lang. Oh, ja, genau den will ich. Genau den will ich. Nein, hä? Hoffentlich bin ich nicht zu früh geflogen. Ah! Again. What? Wow. Oh nein! Wie ist das überhaupt möglich? Sind jetzt auf Nummer sicher. Ja, ja, ja. Das Level mochte ich einfach von vorne bis hinten gar nicht. Deswegen kein Stern für dich, liebes Level. Okay, Hälfte geschafft. Oh, die Zeit vergeht. Wie die Zeit vergeht. 70 Sekunden Speedrun. Deswegen, wenn wir hier jeden YouTube Speedrun mitnehmen würden, dann du wirst du bekloppt. Soda Land Castle 2.6. Ich bin sehr gespannt. Das sieht aus wie ein ganz normales, echtes Level. Ich weiß nicht, hatten wir überhaupt schon mal Super Mario World in diesem Run? We got Power-Ups. We got nice moving platforms. We got... Die Bones. Das hat ihn eliminiert. Schnell bevor. Ich will so ein Galooma. Ich will so ein Galooma. Boah. Okay. Spiegel Checkpoints. Ich got Firefly. Oh Gott. Durfte ich das überleben? Ich weiß nicht genau. Jetzt warten wir hier, bis die Plattform ankommt. Ich mag dein Level, Bro. Ich mag dein Level wirklich. Oh Gott, wenn ich noch nicht so schlecht wäre. Ich mag dein Level. Oh Gott, so unnötig. So, was war jetzt hier unten? Ist jetzt hier... Wieso war da nichts? Kommt da... Ach, da kommt die Plattform, okay. Keine Progressive Power-Ups. Was wollt ihr denn da? Wollt ihr nicht mal verschwinden hier, meine kleinen Freunde? Oh! Das war nicht der Plan. Oh Leute, nee, nicht im Ernst. Jetzt regnet das Koopas. Oh Leute, Leute. Okay, Konzentration, da ist die Axt. Nein, das war nicht vorausschauend. Also dieser Es regnet Koopas Part ist... Da können wir hier im Zweifelsfall Damage boosten, wenn es nötig ist. Guti, Guti, Guti. Läuft doch alles, läuft doch alles. Haben auch noch Companion Shell dabei. Na komm, na komm. Okay. Ah, diese Stacheln waren jetzt echt ein bisschen... Nein, es geht noch weiter. Checkpoint number 2. Ich dachte eigentlich, wir wären fertig.
Er hat sich selbst. Wie auf der... Nein! Das wird mich runterpushen. Oh. Okay, ich gebe zu, das war... ein bisschen lucky. Weg mit dir. Sieh zu, dass du... Er hat mich runtergestupst. So ein bisschen... Muss mich nur ein bisschen clever platzieren. Nein! Er versucht es schon wieder. Ich muss... In das Clown-Car, glaube ich. Okay, und jetzt? Und jetzt? Okay. Und das war ein ganz witziger Busfall. So, jetzt nicht in die letzte Falle tappen. Keine letzte Falle. Oh, ich hätte noch das Leben einsammeln können. Besser nicht, besser nicht. Am Ende ist es doch noch ein kleiner Softlock oder so. Bin glücklich mit den zwei. Ach, an sich bekommen wir doch heute ganz schicke Level. Das war definitiv das am besten gemachte bislang. Ja, nur mein Stern, Nick. Mach weiter so. Was bekommen wir noch? Was bekommen wir noch? Nee, schon wieder ewig lange unterwegs. Aber ich sag mal, wir sind ja jetzt schon oben. Schon fast auf der Zielstraße. What is this? Genau das wollte ich dich auch gerade fragen, Kintaro. Genau das wollte ich dich. Oh. Okay, das ist... Ich kann es einmal versuchen, mich rausskippen, wenn es nicht klappt, okay? Okay. Oh. Nein. Ja, es... Jesus, das ist schwierig. Das ist schwierig. Von einem Walljump in so eine Pipe. Bet you can't speedrun like me. Kommt drauf an, was für ein... Ist das New Soup? Ist das New Soup? Okay. Bislang sieht das alles sehr cool aus. Oh. Immer noch sehr cool aus. Oh. Ich habe jetzt gedacht, dass der Timer wahrscheinlich dann mega eng wird am Ende oder so, weil wir ja doch ein bisschen aufgehalten wurden. Nö. Kleines, kleines Speedrun-Level. Nett. Was, das war Rekord? Und ich wette, wenn der Timer nicht gewesen wäre, wäre das niemals ein Expert. Nicht, dass die Leute den Timer nicht schaffen, ist einfach so, weil sie sich viel zu viel Stress machen und dann irgendwie hier und da. Keine Ahnung. Ihr wisst, was ich meine. Weil Zeit war jetzt genug. Also das... Go on, just take one step. Von Benny Boy. Was hast du denn, Benny Boy? Ich habe nur einen Step gemacht. Okay. Hä? Boah. Ah, ich kann... Was? Wieso kann ich in der Lava gehen? Wieso kann ich in der Lava gehen? Ich sollte nicht in der Lava gehen können. Ich kann nicht in der Lava gehen. Das muss ja schnell sein, oder? Nee, da ist nichts. Ist das schlimm? Bin jetzt gespannt, ob es schlimm ist, dass ich hinter den Kanonen bin. Ich hab nur noch Angst, dass mich die Dame auf einmal spontan tötet. Okay. Okay.
Seht einfach in mein überfragtes Gesicht. Die letzten beiden Level waren jetzt nicht wirklich dramatisch. Ach komm. Ich fand den Haha, du kannst doch in Lava gehen Part echt witzig. Zumal ich fast in die Saw gesprungen wäre aus Angst. Stark. Immer noch 5 Level. Meine Güte, das hört gar nicht mehr auf. Erics Level EP1 von Epsilon. Was hast du denn? Das sieht aus wie Ass. Uff. Oh Gott. Nee. Ich hab so eine leichte Kopfschmerzneigung gerade und das ist einfach zu viel für mich. Einfach zu viel. Irgendwas Japanisches mal wieder. Ich wünschte, ich könnte auch mal den Titel sagen von diesen Levels, aber... New Super Speedrun. Der 4. mittlerweile. Irgendwas Nummer 3. Vielleicht, keine Ahnung. Ich kann es nicht vorlesen. Ich wünschte, ich könnte es. Okay. Oh, warum regnet es Koopas? Okay. Ist das einfach nur klassisches? Okay. Was da? Uah. Gut, den hätte ich wohl vermutlich gebrauchen können. Einfach unter durch. Boah, Leute, was... Ich... Okay, ich möchte eigentlich ganz gerne den Mushroom haben. Ach ja. Sein Gedächtnis. Den Mushroom zu bekommen ist wirklich crazy. Ich glaube, oben lang zu gehen ist bedeutend cleverer. Die Frage ist, wie schnell müssen wir sein? Achso, ich könnte auch... Das kann ich auch einfach hier oben lang machen. Hey, geh mal weg da. Was ist das hier? War das abgegrenzt? Nö. Ja. Das war auch ein Level. Ah, das war Garbage. Oh, Rekord. Sorry, Bro. Mochte dein Level wirklich überhaupt nicht. Was haben wir? Irgendwas Nummer 8. Vermutlich. Huh. Reset Door? Oder Insta-Kill Door? Was haben wir hier? Okay. Sieht ässig aus. Tür oder Pipe? Tür oder Pipe? Sieht aus wie Tür. Oh Gott. Frage ist, wie lange geht das so weiter? Außerdem ist da Bowser Fire. Skip. Ein Leben noch. Komm, ein Leben noch. Ich meine, dieser Part macht echt Spaß. Kann ich nicht sagen. Wow. Jetzt wird es ein bisschen. Oh Gott, war das knapp. Guck uns das mal an. Tötest du mich jetzt? Wow. Ich nehme an, irgendwo hier ist ein Stern versteckt. In dem Notblock vielleicht, aber das bringt uns nichts, wir kommen da nicht ran. Hidden Star. Oh, einfach nur ein Stern. Wo krieg ich einen Stern hin? Leute, das macht die Level.
Wo ist der Stern? Wo ist der Stern? Auch ein Level definitiv zum danach nochmal anschauen, aber das ist... Nö. Jetzt habe ich dein ganzes Level durchgespielt und weil ich deinen versteckten Stern nicht finde, bekomme ich jetzt meinen Lohn dafür nicht. Du wirst mich an Level, sagte er und erwiderte es ihn schon wieder an. Meine Güte. Kommentiert das jetzt gar nicht mehr. Das ist immer das gleiche so. Ab Level 12, 13 irgendwie in meinen Runs geht es immer los, dass mich irgendwie jedes Level nur noch... Japanese Glasses Girl. Wie präzise muss dazu der Jump sein? Pixel Perfect plus ein Air Twirl plus Duck Jump. Nur noch Japanisch jetzt hier? Vielleicht, wenn wir schnell sind? Ich meine, es ist wieder ein dämliches Insta-Kill-Level. Ich weiß nicht, was das soll. Okay. 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 So wie es aussieht, war ich eben schon auf dem richtigen Weg. Okay, come on. Ei, 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 ei. Was soll ich jetzt davon halten? Wow, Rekord. Na, vermutlich geht's nicht viel schneller. Vermutlich geht's auch nicht viel langsamer. So aus, als wäre da irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht ein 5-Frame-Window irgendwie, um da irgendwie da durchzukommen, bevor die alle wieder rausschießen, wie die Bekloppten. Jetzt ist der jetzt hier mit Japanisch. Oh, das ist schon mal überaus suspicious hier. Erstmal searchen, bevor Hidden Blocks. Hidden Blocks, Hidden Blocks. Na los, suchen wir noch einen nach hinten los. Wie ihr seht, haben hunderte weitere Leute versucht, diesen Jump zu machen. Nee, aber komm. Unsinnslevel. Unsinnslevel. Braucht kein Mensch. Ich kann hier keinen mit R einfach so machen. Killt mich das? Killt mich das Level? Oder darf ich das 10-mal versuchen? Oh, New Soup mit R, keine Ahnung. Ah, okay, okay, okay. Es killt mich also nicht. Oh nein, aber das killt mich. Oh, ich bin ein Vollidiot. Kriegen wir das hin? 6,5 Stunden später. Was? Das hat nicht gereicht? Wieso hat das nicht gereicht? Ich habe gerade mit ihr gemacht und es hat nicht gereicht. Oh Leute, das ist so knapp. Das ist nicht fucking wahr. Ich...
Okay, wenn ich ihn noch einmal bekommen sollte, aber es nicht schaffe, rüber zu springen, dann beenden wir das hier. So, ich habe die Schnauze voll, ganz ehrlich. Wie viele mit ES soll ich denn noch machen? Jetzt mal ganz im Ernst, wie viele mit ES soll ich noch machen? Damit das auch mal reicht. Damit ich genau im richtigen Moment auch noch Air twirle und so. Du hättest das Level ganz anders bauen können. So, jetzt reicht mir das. Du hast dein Level 1 mit Air genannt. Ich habe dir 5 gegeben. Erstmal wieder ein bisschen das Trollt abwaschen. Marathon Mario. Kurze Erklärung zu Mid-Air Shell Jump ist sehr. Schön, endlich keine Mid-Airs mehr machen. Mid-Air Shell Jump ist ein extrem präziser Kaizo-Trick. Ziemlich giftig. Achso, wir racen. Der fast frame perfect ist fast zweimal frame perfect. Oh, okay. Ein bisschen schneller sein. Cool. Das ist doch mal entspannt jetzt hier. Keine sinnlos präzisen Eingaben üben. Okay. Oh mein Gott. Das ist gemein. Da können wir wenigstens mal die Strecke üben. Schaffen werden wir es wohl nicht mehr. Oh, fast. Kommen vielleicht sogar noch durch. Okay, sollte kein Problem sein. Gutes Level. Der Checkpoint war ja erst da unten. Okay. Vielleicht. Okay. Der Timer ist nicht so eng gewesen. Nice. Was haben wir? Was? Wie eng ist der Timer denn bitte jetzt auf einmal? Alter. Okay, wir müssen voll. Ja. Muss das sein? Oh, Leute. Verstehst du das? Das gibt es doch nicht. Ich verstehe das nicht. Das Level war echt cool. Und zum Schluss dann muss er noch mal... würde ich jetzt einfach keinen Stern verleihen, weil das war unnötig am Ende. Was soll denn das mit den fallenden Manschern? Das war komplett unnötig. Level 15. Eigentlich wären wir schon Level 16, wenn man uns den mit ihr... Oh, dieses Mid-Air-Level. Ich krieg da immer noch den Klops, wenn ich daran denke. B-Switch-Jumps, ernsthaft? Okay. Will ich wirklich hier irgendwie 20 P-Switch-Jumps machen? Ich sag mal, 7 Leben geben wir dem. In there,
in there. So viele PSP-Jumps waren es dann zum Glück doch nicht. Die Level werden auch nicht netter. Und das letzte Level. 30 Leben. Diesmal deutlich mehr Leben gelassen als beim letzten Mal, aber Castello Difficile von Nicolas 5. Ist das Kolumbien? Ich rate immer Länder falsch. Ist doch schön. Besser geht es nicht. Ein echtes Super Mario World Castle. Zum Schluss ist da wie P-Switch. Ich wollte Spin Jump, aber das hat nicht geklappt. Okay, der Mushroom scheint es erstmal nicht wert zu sein. Erstmal. Da ist auch noch irgendwas. Ach, egal. Gucken wir uns das doch erstmal an hier. Wir haben doch Zeit. Wir haben doch Zeit. Ich wollte einen Air-Twirl machen. Brauche ich dazu mehr Geschwindigkeit? Boink. Ja. Gut. Ah, ich bin nicht gesprungen. Die Frage, die ich mir stelle, ist da vielleicht ein P-Switch drin? Da unten in der P-Switch-Store ist dann, weiß ich nicht, schon das Ende oder so? Es dürfte ganz schön knifflig sein, da ranzukommen. Nee, das ist auch nur ein Pilz. Oh mein Gott, müssen wir den ganzen Weg wieder zurück mit einem P-Switch nachher? Oh mein Gott. Es ist sogar noch schlimmer. Wir müssen nicht mehr den P-Switch zurück. Wir müssen einfach zurück eilen. Okay. Das Gute ist... Das war meine eigene Schuld. Ich bin... Okay, mit dem... Wenn wir Mushroom haben und einmal Damage boosten können. Okay, das Schwierige an dem ganzen Zeug ist, nach links zu... Speedrunnen. Nach links, schnell nach links unterwegs zu sein, ist sehr strange, sehr strange. Oh mein Gott, es geht noch weiter. Das war's noch gar nicht. Ich kann es kaum erwarten, das noch 10-mal zu machen. Oh, ich bin dumm. Jetzt habe ich schon das... Da unten war irgendwas. Ist das dein Ernst-Level? Ich will jetzt sehen, was hier unten war. Ach so. Was? 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 Was zur Hölle geht jetzt ab? Was zur Hölle geht jetzt ab? Ich glaube, ich muss das in Zeitlupe nochmal sehen. Diese letzten 2 Sekunden dieses Levels waren wirklich... Oh Gott, war das kacke. Die erste Hälfte des Levels war wieder sehr cool. Die zweite Hälfte... Weiß ich nicht, die Leute haben eine Idee. Machen sie das und dann denken sie, oh, eigentlich ist noch ein bisschen kurz für ein Level.
Ja, lass mal ein bisschen Unsinn machen. Lass mal, weiß ich nicht, noch einen Baby-Bowser-Fight machen, der überhaupt total pointless ist. Lass Bowser nochmal am Ende hinten machen. Und Magic Koopa ist ja genau ein Power-Up, für das kein Mensch Zeit hat, da ranzukommen, weil Bowser ihn zu scheiß mit seinem... Ach, egal. Stern ist für die erste Hälfte. Für die zweite gibt's einen Kackhaufen. Oh, Peachy. Wie immer dränge ich mich zwischen die beiden. Peachy, alles klar? Ich muss hier hingucken. Peachy, alles klar? Wie geht's dir? Ach, egal. Ja, das war doch mal wieder ein Spaß, wie immer. Ich glaube, oh mein Gott. Ich bin das ein bisschen eklig, dass ich mit weggescrollt werde. Aber gut, ich gehöre ja auch nicht her. Was auch immer. Leute, das war ein Riesenspaß. Cool, dass ihr dabei wart. Oh, das war wieder ganz schön. Oh Gott, wir hatten wieder so viel Cooles und so viel Bullshittiges. Deswegen mag ich diese Expert Ones und hasse sie auch zugleich. Ich hoffe, ich sehe euch bald wieder. Macht's gut, schöne Woche, was auch immer. Bis bald.